Und wir schauen zu Gitta Connemann, der CDU-Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Frau Connemann, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, gerade kamen Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die sagen eben auch, die deutsche Wirtschaft stagniert auch im zweiten Quartal. Beim BIP gibt es eben kaum eine Änderung. Sind diese Zahlen in Ihren Augen alarmierend? Wenn das Statistische Bundesamt von einem Rekorddefizit spricht, muss uns das alle alarmieren. Und das Statistische Bundesamt sagt sehr deutlich, die Ursachen sind hausgemacht. Wir haben zu wenig Einnahmen und zu viele Ausgaben. Und insbesondere die Einnahmen, die durch Wirtschaft erzielt werden können, sind ins Stottern geraten, ins gedrosselt. Und das hat zu tun mit Schrumpfwirtschaft. Und vor diesem Hintergrund Alarmstufe Rot. Es braucht jetzt wirklich eine Kehrtwende. Diskutiert wird nach wie vor über den sogenannten Industriestrompreis. Die Grünen sind dafür. Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich nun noch mal dafür ausgesprochen und sich damit auch gegen den eigenen Kanzler gestellt. Wie erleben Sie diese Debatte, Frau Connemann? Was sagt der Mittelstand dazu? Hat man Hoffnung, dass man irgendwie doch noch davon profitieren könnte? Der Streit um den Industriestrompreis ist symptomatisch für die Ampel, denn sie streitet wegen aller wirtschaftspolitischer Instrumente, wie auch um das Wachstumschancengesetz, eine ohnehin brustschwache Entlastung für die Wirtschaft, die dann doch nicht kommt oder wohl kommt. Das heißt, der Dauerstreit in der Ampel führt am Ende zur Lähmung auch für die Wirtschaft. Und egal, um welches Instrument es sich handelt, die Ampel muss endlich aufwachen. Sie soll nicht so viel über Cannabis und Kiffen reden, sondern tatsächlich um ein Entfesselungspaket für die Wirtschaft. Und die Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Weniger Vorschriften, weniger Steuern, weniger Abgaben, um tatsächlich zu einem Impuls für die Wirtschaft zu kommen. Egal, ob Industrie oder Mittelstand. Beides hängt zusammen. Lassen Sie uns auch noch mal beim Strompreis doch noch mal bleiben. Denn verstehen Sie, dass man sich nun also so fokussiert auch auf diese Form der Subvention? Würden von der Abschaffung der Stromsteuer nicht dann auch mehr Firmen, vor allem eben auch im Mittelstand, profitieren? Sie bringen es auf den Punkt. Entlastung muss ganz gedacht werden. Und die Strombelastung resultiert zum einen aus dem hohen Preis, aus Netzentgelten und aus Steuer. Das heißt, zunächst muss die Steuer runter, die Stromsteuer, die im europäischen Vergleich extrem hoch ist. Ein Betrieb in Deutschland zahlt 40 Mal so viel an Stromsteuer, wie er laut EU müsste. Ein Haushalt übrigens 20 Mal so viel. Die Netzentgelte müssten runter, um alle zu entlasten. Denn jeder Betrieb krankt zurzeit an zu hohen auch Strompreisen und Abgaben. Und dann müssen wir tatsächlich reden über auch Entlastung für energieintensive Betriebe. Aber die Pläne, die zum Teil in der Ampel sind oder nicht in der Ampel sind, auch da ist ja wieder Streit, müssen sich beziehen auf alle Betriebe, die energieintensiv sind. Und mich treibt um, dass da der Mittelstand wieder keine Rolle spielt, sondern nur über die Großen gesprochen wird. Energieintensität ist keine Frage der Größe eines Betriebes. Und vor diesem Hintergrund müssen wir darüber sprechen. Aber wenn, dann tatsächlich richtig. Und zuerst Abgaben, Netzentgelte, Steuern runter. Und dann eine Entlastung für alle energieintensiven Betriebe. Forderung von Gitta Connemann, CDU-Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, kurz MIT. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.